Hallo Leute, herzlich willkommen zu meiner ersten Folge von World of Kings in meinem Format Absolutely Deiner Kategorie, wenn es um App-Games geht, heute mit einem MMO. Ich habe es ja schon im Community-Tab angeteasert und ich habe dazu auch eine spezielle Geschichte, die möchte ich natürlich mit euch teilen. Euch wird es, denke ich, auch nicht entgangen sein, dass oben rechts einmal eine Werbung eingeblendet ist. Die Werbung heißt jetzt nicht, dass ich dafür bezahlt werde, sondern lediglich, dass der Entwickler diesmal auf mich zukam, was mich unglaublich gefreut hat. Denn ihr wisst, ich mache das Format Absolutely schon ziemlich lange. World of Kings reiht sich jetzt damit ein und da bedanke ich mich sehr herzlich an Alice, die mit mir E-Mail-Kontakt hatte. Jetzt möchte ich aber gerne das Abenteuer starten. Da muss ich mich erstmal einloggen. Ich werde dann mein Google-Konto nutzen. Okay, hier kann ich anscheinend den Server auswählen. Also der hier wird mir auf alle Fälle empfohlen. Der heißt Eldric. Was gibt's denn hier noch? Morida, Crusader, Ladanis. Okay. Also der hier ist allerdings überfüllt, der mir empfohlen wird. Aber das hier sind die EU-Server auf alle Fälle. Die sind alle überfüllt. Was geht denn da ab in dem Spiel, sagt mal. Okay, wir nehmen Eldric. Also wenn ihr euch fragt, wo ich gelandet bin und ihr auch mal reinschauen wollt, dann findet ihr mich auf Server 9 Eldric. Und zu dem Spiel habe ich auch noch ein paar Infos. Unter anderem hat World of Kings jede Menge Social-Media-Seiten, die es sich lohnt, mal zu besuchen. Da kriegt ihr auch deutschen Support. Unter anderem sind sie auf Reddit, Discord oder Facebook. Und die Links dazu findet ihr, wie immer, in meiner Videobeschreibung. Auswählen im Spiel können wir 4 Rassen. Das wären zum einen die Menschen. Echt eine coole Vorstellung, wie sie da langkommen. Und dann auch noch ein toller Greif. Hier an der Seite könnt ihr auch männlich oder weiblich einstellen. Dann gibt es die Elfen. Oder die Hochelfen. Auch nice. Parcours haben die auf alle Fälle drauf. Dann haben wir hier die Orks. Eine Orkin, die mir tatsächlich... Eine Orkin, die mir tatsächlich optisch auch mal wirklich gut gefällt. Ja, und zum Schluss sind noch die Zwerge da. Und da haben wir eine kleine Gnomin und einen Zwerg. Also sie ist für mich eher Gnom als Zwerg, aber sie soll auch ein Zwerg sein. Sie ist auf jeden Fall ein kleiner Winzling. Oh mein Gott, ist sie cute, oder? Ich finde die irgendwie süß. Ja, und wenn ihr euch zwischen den 4 Rassen entscheidet, dann habt ihr die Möglichkeit, euch später mit bis zu 27 Klassen auseinanderzusetzen. Das ist eine ganz schöne Menge. Ihr habt hier verschiedene Spezialisierungen. Ihr könnt eure erweckten Klassenvorschau angucken, was ihr genau drauf habt. Ihr könnt euch hier alle Spells ansehen, damit ihr auch ja die richtige Entscheidung trefft. Ne, und habt so eine kleine Preview. Und hier unten findet ihr auch noch alle anderen. Also das wäre jetzt der Bogenschütze, der Paladin, der Schreiber. Der Schreiber scheint ein Highlight. Oh Gott, ist sie süß. Guckt mal. Als Schreiber. Oh mein Gott. Heilen steht hier auch oben. Dann haben wir den Dunkle Weiser. Ist auch ein Healer anscheinend. Dann haben wir einen Magier. Dann ist das hier ein Mage. Dann der Zauberer. Ist auch interessant. Ein Rogue. Ein Kämpfer. Und ein Krieger. Und auch hier beim Zwerg sieht das natürlich richtig gut aus. Ja, oh Gott, da fällt mir die Auswahl wirklich schwer. Ihr habt ja auch wie üblich in einem MMO sozusagen die Stats und die Stat Priority, ne, wo es so hingeht. Mobilität ist jetzt hier beim Schurken hoch, Angriff hoch. Dafür hat er weniger HP als vielleicht die ein oder andere Klasse. Finde ich auf jeden Fall mega geil gemacht. Und dieses Spiel hat noch weitere Vorzüge, zu denen wir allen nach und nach auf den Grund gehen. Jetzt muss ich mich aber erstmal entscheiden, was sollte ich denn nehmen? Wisst ihr was? Ich würde so gerne Heiler spielen. Ihr wisst, ich liebe es, Heiler zu sein. Und anhand der Heiler hat mir wirklich der kleine Zwerg hier am besten gefallen. Deswegen werde ich sie mal ausprobieren. Ich werde es aber offen lassen, doch nochmal eine andere Klasse auszuprobieren. Welche Klasse mich noch reizt, ist zum Beispiel hier der Paladin. So,
Dann gehen wir in die Charakter-Customization. Wir können hier die Hautfarbe einstellen. Und sollte dich weiteres interessieren, dann bleib doch gerne dran. Dann kannst du im zweiten Teil auf jeden Fall vielleicht noch das ein oder andere dir anschauen. Ihr wisst, auch hier, ich habe immer Charaktere mit roten Haaren. Das wird auch so bleiben. Hier kann ich die Augen einstellen. Ich finde die eigentlich schon super cute. Und die finde ich süß. Die sind so offen. Jetzt bin ich aber... Haarfarbe, Hautfarbe. Okay, das sind erstmal nur Farben. Augen und der Mund. Den finde ich süß. Dieser kleine Mund. Den mag ich. Okay. Hier steht auch noch eine kleine Beschreibung. Die Zwerge sind eine leidenschaftliche, aufgeschlossene und furchtlose Rasse. Die Erzadern sind ihr liebster Schatz, während Alkohol ihr Lieblingslaster ist. Sie genießen Freundschaft und Abenteuer und werden auch vor riesigen Bestien nicht zurückschrecken. Besonders meine Kleine hier nicht. Ich liebe ihre roten Haare. Und ich bin mal gespannt, was man auch alles eventuell später bei ihr anpassen kann. Ich werde sie im besten Fall Chivi nennen. Schauen wir mal, ob der frei ist. Bitte, bitte. Ja! Das habe ich so selten, dass mein Name frei ist. Oh Gott, macht mich das gerade happy. Geil. So darf es bitte weitergehen. Ich habe jetzt schon positive Vibes hier. Ja, das Spiel könnt ihr euch auch herunterladen. Das gibt es nämlich in Apple und im Google Play Store. Im schneebedeckten Herz des Gebirges. Die Zwergenstadt Swartenheim erlebte grundlegende Veränderungen. Der Tunnel in den Untergrund ist eingestürzt. Eindringlinge von oben haben diese unterirdische Stadt in eine nie dagewesene Krise gestürzt. Der hohe Bergkönig hat ein Krisentreffen einberufen und entschieden, einen jungen Helden damit zu betrauen, die Artefakte der Zwerge in Sicherheit zu bringen. Eudoras brennender Zorn. Es ist Zeit, diesen Haufen den Atem des Feuergottes spüren zu lassen. Okay, ich bin dabei. So, da sind wir auch schon online. Und ich werde jetzt erstmal durch ein Tutorial gereicht. Ich würde aber gerne eine Sache noch prüfen. Und zwar in den Einstellungen. Und zwar kann ich die Effekte hier alle super hochziehen. So, ich habe erstmal meine Grafik ein bisschen angepasst. Ihr könnt ihn nämlich um einiges höher stellen. Dafür drückt ihr hier auf den Button und dann auf System und dann seid ihr auch schon in den Einstellungen. Und jetzt macht das Ganze optisch doch noch einen etwas anderen Eindruck. Okay, ich werde vorschlagen, wir beginnen mal. Ich finde mich total knuffig an im Spiel. Mir gefällt das wirklich sehr gut. Und meine allererste Quest heißt Riesenkrache. Sprecht mit Malette. Malette? Mallet? Ich nenne ihn jetzt einfach Malette. So. Malette Sturmherz, ein Erfinder. Und er hat, oh, anscheinend ein Problem. Bart des Feuergottes, Jeevee, warum kommst du jetzt erst? Wie du siehst, ist die Krise im Schwarteheim sehr dringend. Ich leite dir den Befehl des Königs weiter. Hilf mir bitte, die Energiesäulen in den vier Hallen zu eröffnen. Warte, großer Erfinder. Die Energiesäulen? Meinst du die glänzenden Säulen in der Mitte der Hallen? Ich finde übrigens toll, dass sie total gut vertont ist. Sie ist allerdings auf Englisch, deswegen lese ich. Ja, wir müssen den Altar öffnen und die Stärke des Artefakts nutzen, um die unmittelbare Not zu lindern. Ich lasse dich von Robotern dorthin führen. Sei vorsichtig auf dem Weg. Okay, praktisch. Da sind Roboter. Jo, läuft bei mir. Okay, die tun mir hoffentlich nichts. Oh, okay, die tun mir was. Verstehe. Alles klar. Los, kleiner Roboter, gehen wir ins Labor. Oh, er hat ein Smiley Face. Du siehst den Roboter an und denkst nach. Lass mich dir einen Namen geben. Ich nenne dich Knopf. Knopf, wie ist das? Oh, er freut sich anscheinend. Knöpfchen, lass uns ins Labor gehen. Okay, Knöpfchen. Ich laufe dir hinterher. Ich kann mich hier auch automatisch bewegen, aber ich liebe es, mich selbst zu steuern.
Okay. Der hier arbeitet. Und hier kämpft jemand. Kann ich dem irgendwie helfen? Ich will den Eindringling für ihn platt machen. So. Jetzt mache ich ihn aber richtig kaputt. Wenn ich das schon sehe, kann ich ja nicht einfach das Ganze untätig mit ansehen. Jetzt habe ich den Zwerg zumindest retten können. Liebe Erdi, Erfinder Mallet bat mich, die Energiesäulen einzuschalten. Ich nenne jetzt Mallet. Ich glaube, Mallette. Ich weiß nicht so recht. Der Roboter im Labor geriet plötzlich außer Kontrolle, was zu einem Giftnebelleck führte. Wir müssen zuerst den Giftnebel reinigen. Giftnebel? Da habe ich keine Erfahrung mit. Wie können wir es reinigen? Siehst du die Reihe von Reinigungsrobotern auf der anderen Seite? Du musst den Roboter fahren und das Heilmittel versprühen. Dann wird der Giftnebel verschwinden. Oh, ich darf fahren? Okay. Dann steige ich da jetzt einfach mal ein. Oh mein Gott. Hat er gerade was... Oh mein Gott, guck mal. Er hat gerade ein Smiley gemacht. Wie geil. Ja gut, dann will ich hier mal alles säubern. Ach, mit einem Klick ist das schon erledigt. Komm, ich will noch mal. Ich will noch mal... Okay. Dann nicht. Steig schnell aus. Das hast du gut gemacht. Der Giftnebel wurde gereinigt, aber wie kann ich die Energiesäulen einschalten? Die Energiesäule des Labors ist nicht speziell eingeschaltet. Du kannst direkt den Schalter drücken, um sie einzuschalten. Sei vorsichtig. Dieses spezielle Gerät ist 10-mal so alt wie du. Oh. That is astonishing. Cute. Press the button. Behold! Hinobirifu can say they've ever seen such a view. Okay. Oh, ich sollte vielleicht auch... Ich hab hier... Habt ihr es gesehen? Oh, ich hab so ein geiles... Oh, hier ist noch ein Spieler. Guck mal, was ich kann. Ich kann hier so ein Aui hier machen. Okay. Finde ich schon mal sehr gut. Jetzt soll ich aber die Energiesäule aktivieren. Ich will das Ganze hier jetzt nicht aufhalten. So, die Energiesäule ist aktiviert. Und jetzt muss ich wieder zum Mallet zurück. Guckt mal, hier. Ein kleines Schweinchen. Schaut mal, ob man das später reiten kann? Ich würde es auf alle Fälle reiten, aber sowas von. Ich werde in die Handwerkshalle gehen und dort die Energiesäule einschalten. Teilt euch auf und beeilt euch. Okay, okay. Alright, alright, alright. Na gut. Oh Gott, ich reite es, ich reite es, ich reite es. Okay, ich mach's. Yes! Oh mein Gott! Ich brauch ein Foto davon. Ich habe hier irgendwo... Da oben ist ein Fotomodus. Ich muss ein Foto machen. So. Oh mein Gott, es gibt ein Foto-Feature. Guckt mal. So. Moment, ich muss mich ein bisschen schöner positionieren. Vielleicht... Oh ja, hier so vom Kristall. Aussehen kann ich hier auch noch passen. Oh mein Gott. Oh, guckt mal. Oh, ist das süß. Guckt mal die ganzen Outfits an. Oh. Oh, hier. Oh Gott. Oh, das ist schön. Oh, sie sieht aus wie so eine Pharao-Queen. Oh mein Gott. Oh, hier auch noch so ein Rentier. Oh, es gibt so süße Outfits. Oh meine Güte. Niedlich. Da muss ich mit dem auskommen, was ich habe. Aber ist das nicht Hammer, dass es so einen Fotomodus gibt? So, ich kann es noch verschönern. Ich kann hier... Wow! Ich kann hier so Filter drauflegen. Guck mal. Ist das nicht irre? Oh, die Bilder werden richtig toll so. Und Wetter kann ich hier auch noch anpassen. Ich kann machen, dass es regnet. Schaut mal. Geil. Ist das nicht cool? So, ich hätte gerne mit diesem Filter ein Foto. Und 3, 2... Moment, vielleicht kann ich auch springen und... 3, 2, 1, los.
Los, spring! Los, spring! Okay. Hab ich's? Ja, noch nicht ganz. Warte. Moment. Halt. Ja! Ja, ja! Yes! Okay, das gefällt mir. Das gefällt mir. Und hier steht auch alles Nötige, was man über mich wissen muss. Das werde ich mir auf alle Fälle runterladen. So, und damit ist das Bild gespeichert. Geile Idee, oder? Na gut, wollen wir uns mal wieder um die Quest kümmern? Ich raste hier voll aus bei diesem Schweinchen. Oh mein Gott. Ihr lasst mir doch bitte gerne mal in die Kommentare, wie ihr dieses Spiel hier so findet. Das würde mich wirklich interessieren. Und ob ihr das vielleicht auch schon kanntet, wäre ja ganz gut. Die Energiesäule in der Bibliothek hat ein Passwort, aber wegen des Chaos kann ich mich nicht daran erinnern. Suche es in der Bibliothek. Ich glaube, ich habe eine Aufzeichnung hinterlassen. Okay, mache ich. So, also was ich gelesen habe, ist, ihr könnt später auch mit einem Flugmount fliegen und ihr habt keinerlei Ladebildschirme in dem Spiel. Das heißt, ihr könnt schön barrierefrei euch bewegen und es gibt nicht nur Raids, sondern es gibt auch wirklich Realtime-PvP mit bis zu 20 versus 20 BGs. Und es gibt eine... Oh, es geht mal eben laut. Und es gibt eine Map, die nennt sich Hero Island. Und da sollen sogar über 100 Personen gegeneinander spielen können. Wie lautet eure Geheimzahl? Oh Gott, da habe ich jetzt gar nicht aufgepasst. 123, 123. Falsch, ich erinnere mich noch daran, dass die Zahlen am Anfang und am Ende unterschiedlich waren. Oh ja, dann ist es diese hier. Ah, richtig. Die Geheimzahl ist 549527. Na gut, Gott sei Dank hatte ich 2 Versuche und habe es nicht beim ersten verkackt. Ich finde das echt zauberhaft gemacht. Das ist das lange Zeit tief vergrabene... Oh, Nox Gillian. Der sieht halt aus wie so ein böser Final Fantasy Charakter. Ich nehme euer Geschenk mit Freude an und euch erteile ich die Prüfung der Flammen. Oh, wir haben auf alle Fälle einen Bösewicht am Start. Und ich bekomme hier einen Bonus. Einen Login-Bonus. Get in 2 days, unique mount. Es gibt eine goldene Nachteule, wenn ich am dritten Tag einlogge. Oh, die möchte ich auf jeden Fall. Ich hole mir mal eben meine Belohnung ab. Check-in-Belohnung gibt es auch. Ach ja, yeah. Das ist nach Monaten gestaltet. Heute ist der 28. Und heute habe ich sozusagen die Belohnung vom 28. bekommen. Sehr geil. Da hat man immer einen schönen Überblick, was es so morgen geben könnte und ob sich lohnt einzuloggen. Im Regelfall lohnt es sich ja immer einzuloggen. Aber ich bin echt begeistert. Wir sitzen in der Falle. All dies ist Rauchbomben von Nox. Sein Ziel ist es, unser Artefakt zu erobern. Das Feuer wird immer größer. Was können wir tun, um ihn zu stoppen? Ich habe gerade ein Flugzeug repariert und es ist neu eingestellt. Flieg schnell mit dem Flugzeug, um das Feuer zu löschen. Okay. Ich darf ein Flugzeug fliegen. Turn your camera to the left and select a fire zone. Okay. Turn your camera to the right and select a fire zone. Moment. Drop water on the fire zones to put out the fire. Ich mach das hier. So, da können wir noch löschen. Hier vorne. Okay, alles gelöscht. Oh mein Gott, ich feiere das so. Ich fliege halt einfach mal mit so einem kleinen Heli. So, erledigt, Meister. Thank you for quenching the fire. You are now truly a hero to the dwarves. Danke. Our top priority is to das Wichtigste ist jetzt, dass dieser Typ, der in Schwarteheim eingedrungen ist und das Artefakt klauen will, zu besiegen. Und das muss ich jetzt tun? Oh, ich habe einen neuen Spell. Let's defeat them together. Feinde sind direkt vor uns, lass sie uns bekämpfen. Ja, sofort. Ich möchte erst gucken, was ich da habe. Was habe ich da? Okay, ich werde... Oh, ich habe ein Schild. Ich habe ein Schild. Guckt mal, ich habe ein Schild um mich. Okay, ich sollte mich jetzt wirklich um die Bösen hier kümmern. Also los geht's.
Okay, ich habe richtig geile Fähigkeiten. Machen wir mal wieder mein Schild drüber. Oh, spawnen da neue? Nee, einer ist hier noch. Aber ich sehe die nicht sofort. Ah, jetzt sind sie da. Pam, pam, pam. Fall in your face. Oh, mein Schild ist wieder abgelaufen. Ich brauche mal ein neues Schild. Und tschuuu. Ein Haufen Abfall. Lass mich persönlich euer Leben beenden. Na gut. Ich habe hier was Neues. Was kann das? Ich habe gerade... Ja. Oh, oh. Ich habe gerade... Ich habe gerade Flügel gehabt. Das wollte ich die ganze Zeit sagen. Du musst dafür bezahlen, dass du mich verärgert hast. Aber ich habe gerade... Ich mache dich gerade besser fertig als du mich. Oh, der macht gerade hier... Oh, ich mache mir auch eben ein Schild hoch. Oh! Okay. Fall into darkness, mortal. So. Ich muss ein Signal setzen. Oh. Oh, ich hab... Ich glaube, ich hab... Oh, ich hab Verstärkung gerufen. Jetzt hämmern die volle Kanne auf den drauf. Halt. Beruhig dich. Vergiss nicht, dass unser Flugapparat nicht bloß ein einfacher Flugapparat ist. Welcher Gott beschützt euch denn jetzt? Aber vielleicht ist es interessant, euch euer dümmliches Leben zu lassen. Und jetzt ist er abgehauen und hat uns allein gelassen. Hier in dieser Sphäre ist er anscheinend verschwunden. Hat sich aus dem Staub gemacht. Nein, dieser verdammte Typ. Bart des Feuergottes. Er hat unseren Schatz geraubt. Wir werden ihn dafür bezahlen lassen, Majestät. Lass uns jetzt zuerst diesen verdammten Ort verlassen. Wir gehen in die Station. Dort ist die Erfindung des Erfinders. Was? Die Erfindung des Erfinders? Junger Mann, komm mit. Ich bin eine Girl. I'm a girl. Wohin führt das Teleporter? Teleportal. Wohin führt das Teleportal? Ich komme nicht mehr klar. Ja, aber der Erfinder am Mallet hat immer mit der Reparatur der Tiefenbahn experimentiert. Lass sie von ihm Details erklären. Okay, ich bin schon... Ich reite wieder auf meinem Schweinchen. Oh, guck mal. Hier. Die haben so Greifen. Die reiten auf Greifen. Oh, wow. Das sieht echt gut aus. Ich will auch so einen. Hallo. Ich will auch sowas. Ja, ich würde sagen, hier ist aber ein guter Zeitpunkt, um die erste Folge zu beenden. Ich würde doch gerne... Warte mal, ich gehe mal im Fotomodus. Da kann ich nämlich näher ranzoomen. So. Ich würde doch gerne wissen, wie dir dieses Spiel gefällt und wie dein erster Eindruck ist. Und erzähl mir doch gerne mal, wenn du das auch ausprobierst. Es würde mich wirklich sehr interessieren. Wie gesagt, alle Links zu den Social-Media-Kanälen findest du in der Videobeschreibung. Die Leute sind bislang von meinen ersten Begegnungen unglaublich nett und sehr hilfsbereit. Und ich kann wirklich es kaum erwarten, tatsächlich noch eine Folge aufzunehmen. Eigentlich war das gar nicht geplant. Eigentlich wollte ich eine Folge machen, maximal zwei, aber jetzt habe ich wirklich Lust gekriegt. Und ich finde, rein optisch macht das einen sehr guten Eindruck. Und wenn das alles stimmt, was ich so lese und höre, dann wird es noch richtig spannend. Wenn du gerne noch eine Folge sehen möchtest, dann würde ich mich sehr über deinen Daumen hoch freuen. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.